Was geht, Leute, und herzlich willkommen zum 50.000 Abonnenten Special auf meinem Kanal. Und ihr seht schon, direkt mal zum 50k Special mit einer kleinen neuen Location hier. Wenn es euch gefällt, lasst einfach mal ein Like da. Nee, Spaß, auf jeden Fall, heute gibt es mal ein ernsteres Video. Ich will mich wirklich bei jedem von euch bedanken, bei jedem einzelnen von euch. Wir sind jetzt 50.000 Abonnenten nach ungefähr 6 Monaten auf diesem Kanal, aber ich werde das Ganze jetzt nochmal gleich ein bisschen genauer erzählen. Ich mache ja nicht seit 6 Monaten jetzt auf YouTube Videos, sogar schon ein bisschen länger. Ich habe ja so vor 3 oder 4 Jahren damit angefangen. Ich werde auf jeden Fall gleich mal so die kleine YouTube-Geschichte erzählen. Danach werde ich auf jeden Fall noch ein Giveaway starten. Das Ganze findet aber auf meinem Instagram-Account statt. Also, ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mir da folgen würdet. Auch jetzt ohne dieses Giveaway. Ihr seid natürlich dann immer auf dem neuesten Stand. Ich poste da ja immer neue Fotos und so weiter. Wenn ein Video draußen ist, natürlich auch. Aber das kriegt ihr auch so mit. Aber halt auch alles andere, so ein bisschen privater und so. Also könnt ihr mir gerne mal folgen. Und wie gesagt, für die Leute, die beim Giveaway mitmachen wollen, die sollten mir da eh folgen, denn da auf meinem Instagram-Account findet das Ganze statt. Da werde ich aber gleich nochmal ein bisschen genauer zukommen. Wir starten also mit dem ersten Punkt, also dieser kleinen YouTube-Geschichte. Erzähle euch das Ganze nochmal kurz, weil diesen Kanal gibt es ja jetzt erst seit 6 Monaten. Und ja, ich habe vorher schon Videos gemacht. Vor ungefähr 3 oder 4 Jahren habe ich mal mit meinem Kanal angefangen. Da weiß ich auch nicht, das hat ganz normal angefangen mit so normalen Let's Plays, keine Ahnung, irgendwelche, das waren eigentlich alle Spiele soweit, aber dann zu FIFA 13, Ende FIFA 13, Anfang FIFA 14 bin ich dann ein bisschen auf FIFA umgestiegen und ja, dann nach und nach habe ich den Kanal dann eigentlich komplett zu einem FIFA-Kanal gemacht, hat aber eigentlich auch ganz gut geklappt. Ich hatte dann, wie gesagt, das war so vor 3 oder 4 Jahren, hatte dann ungefähr 5, 6, 7.000 Abonnenten. Ich weiß jetzt nicht mehr hundertprozentig, aber so um den Dreh, das hört sich jetzt erstmal auf den ersten Blick nicht viel an. Aber ja, wenn man mal so ein bisschen genau überlegt, vor 3, 4 Jahren war das eigentlich relativ viel. Da gab es so Leute, die wirklich Millionen Abonnenten haben, gab es da. Ich glaube, damals gab es wirklich keinen, der 1 Million Abonnenten hatte. Vielleicht irgendwie amerikanische oder so, waren vielleicht ganz selten irgendwelche dabei oder so. Aber ich glaube, da waren wirklich kaum mit 1 Million Abonnenten und mit 100.000 auch. Wenn man 100.000 Abonnenten hatte, das war schon wirklich was ziemlich, ziemlich krasses. Und ja, heute gibt es das natürlich ein bisschen öfters, ihr wisst es ja selber mittlerweile. Ist das Ganze halt viel, viel größer geworden, ist natürlich auch geil. Aber wie gesagt, vor 3 oder 4 Jahren war das Ganze nicht so Gronkh oder so. Hatte damals, ich weiß nicht, vielleicht 50, 60, 70.000 Abonnenten oder so. Müsst ihr euch mal vorstellen, der hat jetzt knapp 4 Millionen oder so. Und das ging einfach so schnell. Sowas gab es halt früher, wie gesagt, noch nicht. Aber ist auch egal, das ist wieder eine andere Sache. Auf jeden Fall habe ich da dann mit den Videos angefangen, habe dann aber irgendwann im Laufe von FIFA 14, im Laufe von FIFA 14 war es genau, relativ am Anfang. Obwohl am Anfang war es nicht so, nach 3 oder 4 Monaten habe ich dann erstmal komplett aufgehört. Ich hatte nicht mehr so die Motivation, die Zeit hat natürlich auch gefehlt. Ist halt immer alles richtig zeitaufwendig und so weiter. Und ja, nach keine Ahnung, 3, 4, 5, 6 Monaten wollte ich dann irgendwann mal wieder starten. Das war, glaube ich, so, keine Ahnung, Ende FIFA 14, Anfang FIFA 15. War natürlich jetzt die Sache, wenn man so einen Kanal wirklich richtig lange nicht, mit Videos da vollgeballert hat oder so, dann juckt das irgendwann keinen mehr. Der Kanal geht dann einfach immer weiter und weiter kaputt sozusagen. Und das bringt halt alles nichts. Und deswegen habe ich dann damals so weitergemacht. Und zwar bin ich auf den Kanal vom guten Kollegen FIFA Gamer, war das der Kanal, bin ich halt da auf den Kanal mit draufgegangen, habe da mit Videos gemacht. Das passte ganz gut. Er war in der Zeit so im Ausland und hatte da auch keine Zeit für Videos. Ich habe das Ganze sozusagen übernommen. Aber ja, nach so einem, keine Ahnung, nach einiger Zeit hatte ich dann halt auch nicht mehr so die Lust da drauf, weil das ist halt immer eine andere Sache. Sein eigener Kanal ist halt immer was anderes, als wenn man auf dem Kanal vom anderen mit drauf ist. Man weiß zwar, okay, der Kanal gehört mir sozusagen auch, aber ich weiß auch nicht, das ist irgendwie nicht dasselbe, wie wenn der Kanal wirklich dir selber gehört. Und deswegen hatte ich dann nach einer Zeit keine Motivation mehr, keine Lust mehr, da die Videos zu machen. Aber ja, ich wollte einfach weitermachen und habe dann diesen Kanal hier, diesen neuen Kanal hier gegründet. Und ja, wie gesagt, das war jetzt ungefähr vor 6, 7 Monaten. Im Sommer war das irgendwann, ich weiß jetzt nicht mehr genau, Juni oder Juli, ich glaube sogar eher Juli war es. Da habe ich diesen Kanal hier halt gegründet und ja, am Anfang lief es natürlich relativ schlecht, das ist natürlich immer klar. Das war natürlich sozusagen das einzige Problem. Der Kanal damals hatte dann halt so 20.000 Abonnenten und das ist natürlich immer die Sache dann. Dann fragt man sich immer so, okay, bekomme ich jetzt, wenn ich einen neuen Kanal mache, überhaupt nochmal irgendwie so eine Reichweite, dass ich überhaupt nochmal ein paar Abonnenten bekomme?
die sich die Videos anschauen. Und das war halt wirklich so eine schwere Entscheidung, muss man sagen. Auf jeden Fall habe ich da halt mit vielen Leuten drüber gesprochen, mit vielen anderen YouTubern. Mit Kevin von Hammer Youngsters habe ich da auch oft und lange drüber gesprochen. Ich werde mich gleich eh noch bei ein paar Leuten bedanken. Das kommt aber gleich. Dann natürlich mit Max habe ich mich auch mal richtig lang darüber unterhalten. Und wir haben dann diesen Shit, oder ich habe dann einfach gesagt, dass ich das Ganze mache. Es war natürlich, ihr habt es gesehen, auch das Richtige. Es hat dann hier auf diesem Kanal natürlich immer so richtig holprig angefangen. Es lief wirklich am Anfang nicht gut, ist ja klar. Aber das ist halt immer so. Aber nach und nach hat sich das halt immer weiter und weiter entwickelt und mittlerweile läuft es ja ganz okay. Und ich denke mal, ja, den Rest der Geschichte kennt ihr ja selber. Der Rest der Geschichte ist dieser Kanal und wie sich das Ganze entwickelt hat, seht ihr ja selber. Ihr feiert die Videos alle, ihr liked immer, ihr kommentiert immer. Das ist das Geile und ich freue mich da mal richtig. Deswegen macht das gerne, gerne weiterhin. Ja, wie gesagt, das war sozusagen diese kleine YouTube-Geschichte. Ja, wie schon angesprochen gerade eben, natürlich muss ich mich auch nochmal beim Kevin von den Hammer Youngsters bedanken. Wir haben damals auch ein paar Videos gemacht, um diesen Kanal hier wieder ein bisschen größer zu machen und mittlerweile, oder wir haben natürlich vor ein paar Wochen auch mal noch ein paar Videos gemacht. Danke auf jeden Fall nochmal an dich, hat richtig Bock gemacht und ich danke dir da echt, dass du mir da auf jeden Fall immer ein bisschen geholfen hast. Und natürlich geht auch mein Dank an Danny Prones raus. Ich weiß nicht, ob er es sieht, aber der hat damals auch, ja, mir ein bisschen geholfen. Wir haben auch darüber dann geredet, ein bisschen geskypt und geguckt, ob ich das Ganze so machen soll. Wir haben ja auch ein Video zusammen gemacht vor einer etwas längeren Zeit. Das hat natürlich den Kanal dann auch wieder ein bisschen hochgepusht. Und natürlich, das ist klar, bei Max muss ich mich bedanken. Bei Real FIFA, ihr habt es vielleicht gesehen letztens, er hat ja auch das 100.000 Abonnenten-Special letztens gemacht. Er hat 100.000 Abonnenten erreicht. Checkt ihn auf jeden Fall aus, falls ihr seinen Kanal noch nicht kennt. Und er hat ja auch schon in seinem Video ein bisschen gesagt. Wir haben wirklich dann teilweise Stunden zusammengesessen, geskypt und geguckt, wie wir diese Videos einfach besser für euch machen können, wie die einfach bei euch besser ankommen, wie ihr die mehr feiert. Und man kann natürlich nicht immer einfach nur Videos hochladen und ja, keine Ahnung, hoffen, dass sie irgendwie gut ankommen. Man muss natürlich immer so gucken, dass man schon, ja, keine Ahnung, so ein kleines Prinzip oder so dahinter hat, damit es irgendwie einfach gut ankommt. Und da haben wir wirklich oft zusammengesessen, richtig lang immer geskypt und geguckt, was wir besser machen müssen, was wir besser machen können, um halt die Videos besser zu machen und für euch einfach geiler zu machen. Und ja, irgendwann hat es da mehr und mehr geklappt. Abonnenten sind immer mehr geworden und ja, dann ist der Kanal momentan halt bei 50.000 Abonnenten. Das ist natürlich jetzt so das erste Ziel, das ich erreicht habe. Ich würde mich echt freuen, wenn wir natürlich vielleicht dieses Jahr noch die 100.000 Abonnenten knacken würden. Wäre echt einfach nur ein richtiger Traum, aber ich werde jetzt nicht zu viel sagen, nicht hinterher, dass es nicht klappt oder so. Deswegen wollen wir mal schauen, da wird es dann auf jeden Fall noch ein anderes Special geben. Ihr könnt gerne mal auch noch Vorschläge schreiben, was ich so noch als die nächsten Specials irgendwie raushauen soll. Vielleicht 60, 70, 80.000 Abonnenten Special oder so, falls das irgendwann mal so weit ist. Kann ich natürlich auch gerne mal wieder ein Special raushauen. Irgendwann wird es dann vielleicht auch mal ein Real-Life-Fußball-Special geben. Das wird dann halt einfach die Zeit bringen. Müssen wir halt gucken, wie es so läuft. Naja, okay, das sollte es soweit eigentlich gewesen sein von der kleinen YouTube-Laufbahn. Ja, jetzt kommen wir, würde ich sagen, zu dem Giveaway. Wie gesagt, ich habe ja ein Giveaway für euch vorbereitet. Das Ganze findet auf meinem Instagram-Account statt. Da werdet ihr dann auch ein Bild sehen. Da werden auf dem Bild dann alle Teilnahmebedingungen drauf sein. Also checkt meinen Instagram-Account einfach mal ab. Link ist in der Videobeschreibung. Ich weiß nicht, der ganze Kanal sieht so aus. Ich kann euch das Ganze mal kurz zeigen hier. Der Kanal, das ist ja kein Kanal, das ist ja ein Account einfach nur. So sieht das Ganze aus, kann man das sehen? Ich glaube schon. Wir haben jetzt da, keine Ahnung, 3.300 Follower oder Abonnenten. Wäre natürlich geil, wenn wir die irgendwie auf 4.000 oder so hochbekommen wären. Wäre nice, also checkt es gerne aus. Ja, wie gesagt, bei diesem Giveaway gibt es 5x 20 Euro zu gewinnen. Wie ich das Ganze machen werde, werdet ihr noch sehen. Ich denke mal, keine Ahnung, Paysafe-Karten, PSN-Karten, Xbox Live-Karten und so weiter könnt ihr euch dann, denke ich mal, irgendwie aussuchen. Die Gewinner werden dann natürlich auch auf Instagram bekannt gegeben. Wenn ihr dann mitmacht, solltet ihr da also die Augen offen halten, aber das Ganze dauert natürlich bestimmt eine Woche oder so, lasse ich das Ganze laufen. Also falls ihr das Video hier ein, zwei Tage später seht, werdet nicht nervös oder so, das Ganze läuft ein bisschen. Also jetzt könnt ihr auch noch auf meinen Instagram-Account gehen und nachgucken. Ja, ich denke mal, das sollte sich von selber erklären. Giveaway ist halt ein Giveaway, ist zwar immer so die Sache, es kann nicht jeder belohnt werden oder es kann nicht jeder was bekommen. Es wird halt nur 5 Gewinner geben von 50.000, ist halt natürlich die Chance immer relativ klein. Oder, okay, auf dem Instagram-Account sind es jetzt nicht ganz so viele, vielleicht ist da die Chance dann also ein bisschen höher. Ja, dann ich denke mal, das ist auf jeden Fall was Geiles, mal so ein kleines Giveaway. Ist
ja, kann man sagen, nie schlecht. Deswegen checkt es also aus, falls ihr mitmachen wollt. Das war's dann eigentlich auch soweit von diesem Special. Wenn es euch gefallen hat, lasst einfach mal ein Like da. Ich würde mich freuen, wenn dieses Video wirklich das Video wird mit den meisten Likes auf meinem Kanal. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Wäre auf jeden Fall geil. Ich glaube, das meiste hat so um die 4000 Likes. Also wäre krass, wenn wir über 4000 Likes auf dieses Special hier kriegen würden. Ich weiß nicht, ob das möglich ist, aber ich denke mal, ihr seid so krasse Abonnenten. Da könnte das Ganze auf jeden Fall möglich sein. Wie gesagt, ein Danke geht nochmal raus an Kevin von den Hamburger Youngsters und natürlich an Danny, aka Pro Owns. Und wie gesagt, das größte Dankeschön geht raus an meinen Bro Real FIFA. Ich hoffe mal, wir werden in der nächsten Zeit, denke ich mal, auch wieder das ein oder andere aufnehmen. Checkt ihn, wie gesagt, aus. Checkt natürlich auch Danny und Kevin aus. Link ist natürlich auch in der Videobeschreibung. Ich bin gespannt, was die Zukunft so gibt. Ich hoffe mal, ihr bleibt immer weiterhin treuer Abonnenten. Liked immer weiter die Videos, kommentiert immer, denn dann macht es natürlich immer mehr Spaß. Dadurch wird man einfach immer weiter und weiter motiviert und macht halt immer wieder neue und bessere Videos für euch. Wie gesagt, ich bin gespannt, was die Zukunft so bringt. Bleibt einfach dran. Ich hoffe mal, ja, dadurch, wir knacken die nächsten 50.000 auch noch demnächst. Und dann gibt es natürlich auch wieder das nächste Special. Bleibt weiter so treue Abonnenten und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Checkt, wie gesagt, alle Links in der Beschreibung aus zu den ganzen YouTubern und natürlich zu meinem Instagram-Giveaway. Das war's. Macht's gut. Wir sehen uns und ciao. Wir machen einfach noch ein zweites Ende und zwar so. Haut da rein.